Manchmal habe ich meine Krise. Die Stadt Bern. Und heute ist es so richtig neblig. Ich komme jetzt dann in ein französisches Gebiet. Ich habe nicht Sprache. Ich bin gerade umgekehrt und bin am Boden. Guten Morgen. Wir haben Dienstag, den 21. Januar. Ich bin hier im Krauchtal. In der Nähe von Bern. Ja, und ich habe sehr gut geschlafen wieder rein. Ist echt sehr nötig gehabt. So, jetzt muss ich aufstehen. Darum packe ich zusammen. Dann geht es weiter. Das Tarp hat sogar auch eine Schicht gefroren drauf. Das ist auch gefroren. Ist alles gefroren heute. Brr, kalt. Das ist Brasserie Bärengraben. So, und hier haben wir die Stadt Bern. Im Bärengraben. Jetzt bin ich bei der Gassel gehört zur Gemeinde Königs. Ich habe jetzt heute Morgen genug viel Nerven gebraucht. Gestern Abend übrigens auch. Und habe jetzt vor einer Stunde entschlossen, dass ich nicht mehr auf meinem Jakobsweg laufe. Ich beschließe, meinen eigenen Weg auf Genf zu finden. So, und jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Wir haben heute übrigens Mittwoch, der 22. Januar. Nachmittag um 1. Und das da vorne, das ist ein Schafherd mit Schäfli. Also, der nette Mann hier, er hat gesagt, das ist das älteste Haus von Flamatt. Und ist, wann gebaut wurde? 1744. 1744. Und er hat mich jetzt gerade zu einer Tasse Tee eingeladen. Nehme ich gerne an. Vor 100. Ja, bis über 100 Jahre haben sie die Mühle aufgegeben und haben dann eine Sage daraus gemacht. Und sagen, hey, du hast auch Fotos gemacht, weil die Wände waren ja auch nicht drin. Es ist hinten dran, es war ein Schopf, das war ein riesiger Raum. Ich gehe. Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 23. Januar. Ich durfte hier bei der Morena, bei meiner Kollegin, übernachten. Ich darf sogar heute Abend noch mal hier übernachten. So, ich bin hier wieder in Flamatt. Morena hat mich jetzt wieder hier gebracht. Und jetzt laufe ich los Richtung Stadt Fribourg und schaue, wie weit ich komme. Und sie holt mich dann heute Abend irgendwo wieder. Ja, ich wünsche ihr ganz viel Spass und hoffe, dass sie den Weg findet. Ja, danke. Also, das ist mein Rucksack für heute. Vielleicht etwa 5 bis 6 Kilo. Viel gäbiger.
heute ist es so richtig neblig. Aber es ist auch mal schön. Ich bin am Laufen. Und meine Gedanken. Ich komme jetzt dann in ein französisches Gebiet. Ich kann nicht sprechen. Und jetzt so, gerade bin ich an einem Weg weiter. Weiss ich gar nicht, wo durch. Mal schauen. Also der zeigt irgendwie die Richtung dorthin. Das ist immer so schwierig, echt. Sally? Keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Muss ich mal da hoch schnell. Ah, das ist unten der Wanderweg. Ah ja, super. In dem Fall ist es der. Ich habe gerade ein Problem mit meinen Stöcken. So. Also, wo bin ich? Im französischen Gebiet. Ich bin schon gespannt, wie das dort rauskommt. Ja. Ja, ja. Kommt schon schief. Ja. Also, ich muss hier durch. Manchmal frage ich mich, ob das überhaupt Sinn macht, was ich hier mache. Keine Ahnung. Manchmal finde ich es ganz schön. Eigentlich wie jetzt. Schön neblig. Ist alles gefroren. Ja. Manchmal habe ich meine Krise. Aber irgendwie geht dann da auch wieder vorbei. Ja. Ich glaube, es braucht, ich weiß nicht, wie viel es braucht, bis ich wirklich aufhöre und heimgehe. Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich immer irgendwie wieder einen Ausweg gefunden. Ja. Ja. Genau. So. Ah, jetzt habe ich gemeint, es kommt ein Hund. Ich war ein Vogel. So, seht ihr, jetzt bin ich das erste Mal gerade umgekehrt. Und bin am Boden. Ah, Scheiße. Jetzt muss ich mich irgendwie wieder auf. Ah, muss ich mal schauen. Oh, Scheiße. Über was bin ich denn da gestörchelt? Ah, ich weiß was. Das da ist es. So ein. Ah, eine ganz blöde Wurzel, echt. Oh, muss ich mal schauen. Habe ich natürlich mit meiner Hand. Mit meiner Hand habe ich mich aufgefangen. Aber ich glaube, es ist alles okay. Ich bin froh, dass ich nicht den grossen Rucksack dabei habe. Oh, Scheiße. Ich bin noch nie gestörchelt, echt, jetzt auf dieser Wanderung. Das war gerade das erste Mal. Ich war nicht einmal am Filmen. Also. Okay, laufen wir weiter. Also, dann sagen wir mal Tschüss mit dem Parcours. Ich habe es probiert. Geht nicht.
das Getäge. Da habe ich das Gefühl, da tue ich einfach mehr filmen, weil es mir mehr Spass macht. Und Tag, wo ich einfach keine Lust habe, keinen Bock habe, ist mir alles egal. Das gibt es auch. Und jetzt höre ich einen Traktor. Sonst war es immer so still gewesen. Man sieht nicht so viel. Das ist irgendwie auch noch schön. Ja. Ah, dort auf dem Feld ist ein Traktor, ich sehe ihn. Es war recht schön, jetzt durch den Wald durchlaufen. Die Bäume, die sind so richtig gefroren. Es ist einfach niemand unterwegs. Das ist richtig schön. Hier zum Beispiel der hinter mir. Mega schön. Oh, jetzt laufe ich hier in Tafers vorbei. Das ist das Nachbarsdorf von St. Ursen, wo die Morena zu Hause ist. Muss ich hier schnell schauen? Niemand? Okay, laufen wir weiter. Ist vielleicht hier ein Flugi oder eben ein Flugi abgestürzt? Speziell, weil er ein Pilot war. Okay. Ich bin kurz vor Freiburg. Wirklich nur noch etwa eine halbe Stunde. Jetzt habe ich die ersten Leute gesehen, die Französisch reden. Okay, das heisst, ich bin jetzt im französischen Gebiet. So, hier im Hintergrund haben wir die Stadt Freiburg. Hey, ich bin hier in der Stadt Freiburg und habe somit meine zweite Etappe erreicht. Okay, ja, und jetzt ist Abend um 6 Uhr, der Donnerstag, der 23. Januar. Und jetzt gehe ich auf den Bus zu der Morena. Ich habe etwa 10 Minuten mit dem Bus und morgen komme ich wieder hierher. Und dann schlafe ich die Nacht noch mal bei ihr. Und es gibt Pizza heute Abend. Lecker. So, ich bin hier bei der Morena. Jetzt komme ich hier unten rein. Und der kleine Levi. So, ich bin hier im Badezimmer. Im Kinderbadezimmer. Und hier hinten wir. Jetzt mir die Kälte duschen. Guten Morgen. Es ist der 24. Januar, es ist Freitag. Ich bin hier in St. Ursen, bei der Morena. Da habe ich übernachtet. Und jetzt gehe ich hier auf den Bus Richtung Freiburg und laufe dort wieder weiter.